Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Lifeless Planet. Wir sind jetzt gerade hier in einer verzwickten Lage. Wir wollen nicht durch den grünen Matsch laufen. Und unser Astronaut zweifelt auch schon daran, ob er der Frau wirklich vertrauen kann. Aber hier durch diese Pflanzen wollen wir auch nicht laufen. Deswegen, wir hüpfen mal hier drüber. Und gehen ganz außen herum. Nein, haben genau reingesprungen. Füße abtreten. Mist. Also los. Da oben steht sie. Da. Warte. Warte. Ich habe ein paar Fragen an dich. Bleib stehen. Warte. Da stand sie. Aber ich habe jetzt gerade entdeckt, da oben ist auch noch so ein Meteor, so ein Ding. So, wie ist denn hier rübergekommen? Da ist auch noch eine Brücke. Ich gehe erstmal hier entlang. Da ist nämlich auch noch was. So, jetzt gucken wir erstmal hier so in alle Löcher. Ob hier vielleicht noch irgendwo... Da ist doch noch was zu finden, siehst du? Citrin. Sehr eindrucksvolles Beispiel für gelb gefärbtes Quarz. All dieses Silizium könnte gut genutzt werden, wenn nur dieser Planet gezähmt werden könnte. Tja... Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit eine Aufnahmepause machen, aber leider sind immer die Kontrollpunkte, diese Speicherpunkte, sind immer an Stellen, wo ich gerade mitten in der Folge bin. So, da oben geht's jetzt drüber. Ich will da aber nicht reintreten. So, hier, das sieht auch geil aus. Ah, ist schon schön. So, sie ist hier durchgelaufen. Und da hoch. Okay. Dann tun wir es ihr mal gleich. Das ist auch ein schönes Bild. Guck mal kurz her. So, meine Nachbarn quälen mich wieder. Jetzt riecht es hier nach Waffeln. So, vielleicht kommen wir hier oben hoch und können da drauf springen. Nee, das geht nicht. Mist. Sah gerade aus wie Fußspuren. Okay, wir sollen also da durch. Woher weiß sie eigentlich den Weg? Was denn? Ach so. Na, Mist. Hallo, ich will da drauf. Ich will auf diesen Felsen.
Da hinten läuft sie. Warte! Warte, ich habe ein paar Fragen an dich. Warte! Warte doch mal. Jetzt bleib doch mal stehen. Mann, ey, bleib doch mal stehen. Ich bin sofort bei dir. Warte ganz kurz. That doesn't look safe. Na toll. Ich bin doch nicht gleich bei dir. Ich bin doch erst in Stunden bei dir. Aber warte. Warte da, gell? I need to find a way to turn this on. Der Kran. Viele Rückschläge bei der Produktion in letzter Zeit. Wir haben einen neuen Kran auf dem Versorgungsgebäude installiert. Nun, ich sollte wohl sagen, dass wir einen alten Kran angebracht haben. Dieses Ding ist ein Stück Müll. Allerdings können wir eine Stromversorgung anschließen und ihn damit lange genug in Betrieb nehmen, um über Nacht Vorräte zur sicheren Aufbewahrung hochzuziehen. Ich hoffe, dass die Wissenschaftler bald ein Heilmittel finden. Okay. Also gut, wir müssen hier erstmal hochgehen. Ich bin gleich da. So, also wir müssen kurz hier die Stromversorgung wieder anschließen. Das kennen wir ja schon. Soll ich da drüber hüpfen oder was? Mein Gott. Ich bin doch nicht so der Jump-and-Run-Mensch. Das sind ja drei Stück. Jetzt fasst er das auch noch an. War das mit vor zurück? Nee, das war's. Noch zwei. Sollen wir noch was mitnehmen? Was ist das denn hier für eine verrückte Sch... Nicht wirklich, oder? Ah.
Die andere wartet auf uns. Ich sterbe sämtliche Tode bei sowas hier. Na, das hat doch gut geklappt, oder? Muss mich gerade mal selber loben. Warnung, Jetpack, Farbstoff aufgebaut. Also, war ja klar, oder? Naja, um die Spannung zu erhalten, muss das ja wohl so sein. Ich habe schon wieder einen Bumm gehört. Ist da schon wieder irgendwas explodiert? Da ist noch ein Kristall. Wulfenid, ich dachte zuerst, ich hätte einen banalen Zitrin entdeckt, aber das ist fast sicher das Molybden-Mineral Wulfenid. Wenn wir hier jemals eine Kolonie gründen können, könnten dieses Gestein wahrscheinlich für Bleierz abgebaut werden. Aha, sowas wie Blei oder was? Interessant, interessant. So. Es gibt übrigens keinen Punkt hier, wo ich mal Pause machen könnte. Ich wollte schon lange eigentlich die Aufnahme beenden. Die Aufnahmesession. So, dann machen wir hier nochmal. Oh, guck mal, da wird ein Donut gebaut. Sekunde. Bauen hier Donuts. Ach Mann, ich weiß schon, was ich machen soll. Ich habe schon ein schlechtes Gefühl dabei. Ach so. Jetzt reinspringen oder was? Ah.
Das tut doch das Sonnenlicht jetzt hier irgendwie hier hinten entlang leiten und so. Aber die andere wartet auf uns. Wir müssen jetzt hier zurück. Hoffentlich wartet die überhaupt noch auf uns. Wir gucken mal nach. Entschuldigung, muss noch einen Strom einschalten, aber jetzt komme ich rüber. Toll. Mann. Gleich haut die ab. Da ist so eine böse Pflanze. Ja, was soll ich jetzt machen? You weren't always alone, though, right? I am told you were once married. Yes, that's right. Years ago. But then your wife turned up missing one day. Well, friends thought maybe she had just run off, but... But you knew otherwise? Yes, ma'am, and I went looking for her. I searched for her day and night. Das darf ja wohl nicht wahr sein, oder? So, gespeichert. Liebe Leute, das soll es für diese Folge gewesen sein. Denn ich habe eigentlich nur so einen Speicherpunkt gesucht und ich glaube, es hat sogar wieder für eine komplette Folge gereicht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Sieht allerdings jetzt so aus, ob wir mitten im grünen Matsch stehen. So, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.